Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Meine Neuzugänge aus dem Juli möchte ich euch heute zeigen und ich fand es jetzt richtig, richtig cool, nochmal alle Neuzugänge zusammenzutragen und zu schauen, was ist denn diesen Monat so bei mir eingezogen. Und es sind 19 Bücher bei mir eingezogen, richtig, richtig cool und tatsächlich ein oder zwei Bücher weniger, als ich gelesen habe. Also man sieht, dass der Juli insbesondere natürlich auch ein bisschen noch durch den Urlaub geschuldet, doch da ganz gut war, auch wenn ich glaube zwei oder drei Bücher in diesem Monat abgebrochen habe, aber die zählen ja trotzdem in diese Statistik mit rein, weil ich ja die Geschichten sozusagen vom Sub befreit habe. Ja, 19 Bücher, es sind 9 echte Bücher geworden und dann jeweils 5 Hörbücher und auch E-Books, also schön so eine 50-50-Lösung. Das ist ja das, was ich immer anstrebe und sage, ich möchte gerne doch ein bisschen vielleicht mehr tatsächlich auch digital haben, um eben einfach die Regale nicht so voll zu machen und man natürlich dann auch ein Buch, was man nur gut fand oder auch sehr gut, was man aber nicht ins Highlight-Regal dann irgendwie stellen möchte, dass man sich dann eben keine Gedanken machen muss, wo gehe ich dann damit hin, wo vertausche ich es, wem gebe ich es und ähnlichem. Und ich glaube, so die erste Hälfte des Monats lief noch ein bisschen ruhiger, doch ich war dann jetzt am Donnerstag vor einer Woche in unserer Thalia und habe Menge Exemplare geshoppt und da habe ich sogar 2 Bücher geshoppt, die ich ganz bewusst jetzt doppelt im Grunde gekauft habe, um sie dann auch weiterzugeben. Mache ich sonst auch nicht so, aber da das eben auch 2 Highlight-Bücher waren, die ich jetzt gerne im Umkreis oder auch einfach mein Tauschpaket mitgeben möchte, fand ich das jetzt eine ganz gute Gelegenheit. Ich möchte aber, bevor wir über 19 Bücher sprechen, mit etwas ganz anderem anfangen. Und zwar habe ich einen neuen Funko. Und wer mir vielleicht auf Instagram folgt, findet ihr unten in der Infobox, hat ihn schon gesehen. Ich habe einen Custom-Pop machen lassen, einen personalisierten Funko-Pop, also einen Pop, eine Figur. Und das bin ich als Hobbit. Jetzt kann man natürlich sagen, Steffi, das ist jetzt aber sehr merkwürdig und ja, das mag tatsächlich stimmen, aber ich fand einfach diese Idee, neben meinem Samwise Gamgee Pop sozusagen zu stehen, hat mir einfach so gut gefallen. Und ja, die Haare, ist natürlich die Frisur, wie sie noch war, bevor sie jetzt doch wieder ein bisschen kürzer wurden, aber es ist nur eine Frage der Zeit, dann sehe ich wieder so aus. Wir haben ein sommerliches Kleid gewählt, ähnlich wie es Rosi Gamgee dann im Grunde zur Feier von Bilbos Geburtstag trägt. Ich habe auch sozusagen Haare auf den Füßen, großartig. Ich habe Hobbit-Ohren, richtig, richtig toll geworden und ich habe das rote Herr der Ringe Buch in Händen und ich finde die einfach so, so niedlich, so toll gemacht, auch so mit den feinen Details, auch richtig, richtig niedlich, auch wirklich wie das kleine Buch sozusagen aussieht. Das bekommt ja am Ende Frodo, gibt das ja dann an Sam und warum sollte es dann Steffi Gamgee nicht auch mal in Händen halten? Und ja, also richtig, richtig toll, hat sie super gemacht. Ich packe ihre Instagram-Seite auch mal unten in die Infobox. Und ein ganz toller Neuzugang, den ich jetzt direkt mal in Sicherheit bringe, der mich wirklich ganz tief im Inneren begeistert und so das innere Kind definitiv aufleben lässt. Ja, jetzt beginnen wir aber mit den wunderbaren 19 Büchern und starten mit einem Hörbuch. Die Chroniken von Peter Pan, Albtraum im Nimmerland von Christina Henry. Ich packe alle Bücher unten in die Infobox. Ich kennzeichne auch, wenn es ein Rezensionsexemplar ist. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn euch das interessiert. Hier haben wir zum Beispiel ein Rezensionsexemplar vom Verlag. Ich habe ja die Alice-Reihe von Christina Henry richtig toll gefunden und habe mich hier gefreut über eine Variante, eine Interpretation, eine sehr düstere, blutige Interpretation zu Peter Pan und dem Nimmerland. Und wir verfolgen hier eben auch einen Jungen, den ersten Jungen, den Peter Pan aus unserer Welt sozusagen mitgenommen hat. Und wir lernen recht schnell, dass Peter Pan nicht der nette Junge ist, der einfach nicht älter werden möchte, der da einfach im Nimmerland umherfliegt und gegen Piraten kämpft, sondern dass das wirklich ein Typ ist mit einem ganz schönen Komplexen, vielleicht sogar einer narzisstischen Anlage, um den sich alles drehen muss und dass es doch recht düster, dunkel und brutal im Nimmerland zugeht. Ich habe mich mega gefreut auf dieses Buch. Es kommt jetzt auch noch mehr Jungfrau und Rotkäppchen, soweit ich das gesehen habe. Die sind schon angekündigt und ich finde einfach Christina Henrys Stil großartig. Sie macht
aus bekannten Geschichten ihre eigene und macht wirklich eine wahnsinnig freie Interpretation und lässt das trotzdem so mit einfließen. Auch hier war ich sehr angetan und finde diese Reihe, wenn sie eben wirklich so ein bisschen ja, das Böse aus diesen Charakteren holt, einfach richtig, richtig toll. Dann bin ich irgendwie über ein Buch gestolpert. Ich kann gar nicht mehr sagen, wo ich das entdeckt habe. Und dann musste das bei mir einziehen. Die alten Damen und das Meer von Katja Bernardi. Eine wahre Geschichte, habe ich über Tauschticket ertauscht. Es ist also eine wahre Geschichte und es geht hier eben ja, um resolute Omis aus einem Seniorenclub, die in im italienischen Bergdorf so also eine wunderbare Idee haben. Sie wollen einfach alle nochmal ans Meer. Sie wollen Wellen und die Weite kennen sie bisher nur aus dem Fernsehen oder von Postkarten und die möchten sie jetzt eben in einer abenteuerlichen Reise kennenlernen. Es soll eine fantastische Geschichte sein, die unglaublich aber wahr ist. Und ich finde, das klingt nach dem perfekten Sommerbuch für einen Sonntagnachmittag. Einfach mal im Garten und ich weiß nicht mehr, wo es mir über den Weg gelaufen ist, aber ich habe mich mega gefreut, als ich es dann bei Tauschticket entdeckt habe und es bei mir eingezogen ist. Dann habe ich auf BookTube, ich glaube, ein, zwei Mal ein Buch entdeckt und habe es mir dann als Hörbuch geholt, und zwar Portal der Welten von Adrian Tschaikowski. Wir haben hier eine Science-Fiction-Story, die mich, wie sie eben besprochen wurde, auf BookTube super, super angesprochen hat. Und ich muss jetzt tatsächlich sagen, dass ich ein bisschen verdrängt habe, um was es geht. Aber ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde diese Idee, dass wir eben ein Portal haben, was verschiedene Welten zusammenfügt, auch irgendwas mit dem Weltraum war gewesen, fand ich super spannend und mich haben eben diese zwei Rezensionen oder es war auch, glaube ich, einmal auf BookTube und einmal auf Bookstagram einfach inspiriert, sodass es auf meiner Hörliste gelandet ist und ich freue mich da drauf und auch wenn ich nicht mehr viel weiß, ich finde, das ist sowieso immer am besten, wenn man zu Büchern, die einen mega interessieren, nicht allzu viel weiß und das ist auf jeden Fall auch bei mir eingezogen. Dann ist ein John Grisham auch über Tauschticket bei mir eingezogen und zwar haben sich darüber Paddy und Thorsten unterhalten und zwar ist das die Erbin. Das ist ein Brigands-Fall, glaube ich jetzt zumindest, ne? Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Nein, ich glaube nicht. Ist, glaube ich, das zweite Buch, in dem er eine Rolle spielt. Das ist ja Jack Brigance, kennt man ja aus Die Jury. Genau, und das ist hier ein Wiedersehen mit ihm. Das ist, glaube ich, das zweite Buch. Und ich glaube, es gibt jetzt eben sein neues Buch. Und das ist dann der dritte Fall. Und da sind dann beide eben in Schwärmen gekommen. Und da habe ich mir dann auch mal die Erbin geholt. Ich habe früher sehr viel John Grisham gelesen, kenne einige seiner Bücher und auch die Verfilmungen dazu. Irgendwann habe ich den Autor dann mal aus den Augen verloren. Ich glaube, weil auch ich dann irgendwann mal so ein bisschen satt war, was so Anwaltsbücher angeht, weil er war mal Anwalt und dementsprechend dreht sich das hier sehr, sehr groß drum. Und es soll wohl einer der besten Bücher sein, die er je geschrieben hat. Es gibt keine Macht und kein Recht. Es gibt hier jemanden, der seinen Tod inszeniert hat und das nicht hätte spektakulärer machen können. Und dann geht es eben ums Testament. Und derjenige hat eben sein Testament geändert und die alleinige Erbin wird seine schwarze Haushälterin. Und das ergibt dann einen erbitterten Erbstreit. Ja, damit beschäftigt sich John Grisham und auch Jack Brigance natürlich immer. Und wer die Jury noch nicht kennt, auch als Film, soll sich das unbedingt mal angucken. Mal sehen, wann mir nach diesem Anwaltsthriller ist, aber ich bin jetzt schon happy, dass er bei mir eingezogen ist. Zusammen mit der lieben Becky habe ich dann Ein Fluch so ewig und kalt von Brigitte Kämmerer gelesen. Das ist der Auftakt einer Trilogie und ich hatte ihr das zum Geburtstag geschenkt, wollte eigentlich das mit dem etwas cooleren Buchschnitt von der Bücherbüchse ergattern sozusagen, habe mir es jetzt aber als E-Book geholt und wir haben das Buch auch schon gelesen. Es ist eine Interpretation von Die Schöne und das Biest. Wir haben im Grunde Urban Fantasy, wir haben eine Protagonistin, die in unserer jetzigen Zeit in Washington DC wohnt, die dann eben über ein Portal in diese Welt, in diese Märchenwelt gebracht wird, wo wir einen verfluchten Prinzen haben. Und da haben wir den Auftakt einer Reihe und es ist schon eine sehr freie Interpretation auch von Die Schöne und das Biest, die uns aber sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und das hat mich sofort angesprochen, als ich diesen Klappentext gelesen habe, auch als ich den coolen Buchschnitt sah. Es ist jetzt letzten Endes nicht ganz ein komplettes Highlight geworden, weswegen ich jetzt gar nicht böse bin, dass es nur als E-Book bei mir eingezogen ist. Aber natürlich das Zusammenlesen hat wieder super viel Spaß gemacht und dass wir das einfach so mit diesem Buch dann auch wieder kombiniert haben, ist natürlich richtig toll. Und auch schon gelesen.
Ein Garten für zwei von Emma Sternberg ist ebenfalls als Hörbuch bei mir eingezogen, ist auch schon gelesen. Das ist das dritte Buch der Autorin. Ihr erstes Fünf am Meer hat mich ja total geflasht und begeistert. Möchte ich jetzt auch zeitnah rereaden. Und ich war auch hier sehr gespannt. Die Geschichte hatte mich eher anmuten lassen, dass wir eben eine junge Frau haben, die so ein bisschen gestresst ist von ihrer Arbeit, sich im Garten zurückzieht, sie ja auch Trauerbewältigung macht. Das Buch hat sich aber dann doch in eine ganz andere Richtung ein bisschen entwickelt, die ich nicht habe kommen sehen. Wo ich auch dachte, ob mir das tatsächlich am Ende dann so gefallen hat. Aber gesprochen war es richtig, richtig toll. Ich habe dem Hörbuch sehr gerne zugehört. War ein schöner Wohlfühlroman, kam aber für mich nicht an Fünf am Meer ran. Ist ja auch gar nicht schlimm, aber ja, man hat natürlich schon die Handschrift der Autorin erkannt. Es ist halt ein Wohlfühlroman, da habe ich jetzt auch nicht die größten literarischen im Grunde Wünsche oder Vorstellungen oder Ansprüche, aber ich hatte natürlich schon Lust auf die Geschichte und habe mich dann auch gefreut, die zu hören. Dann habe ich den Auftakt von Home gelesen von Eva Siegmund und da mich der erste Teil total geflasht und begeistert hat, habe ich mir den zweiten Band als E-Book geholt. Ich habe erst überlegt, ob ich in die Buchhandlung gehe und mir den zweiten Band auch als echtes Buch hole, aber ich dachte, nein, nein, es reicht, wenn dann am Ende ein Buch, ein Vertreter sozusagen im Regal steht oder man den ersten Band auch mal ausleihen kann. Man weiß ja nie, ob dann jemand weiterlesen möchte. Und so ist der zweite Band bei mir eingezogen. Wir haben hier auch Science Fiction, wir haben so ein bisschen eine Art Dystopie, vielleicht auch was Postapokalyptisches, weil die Welt eben, wie wir sie kennen, nicht mehr besteht. Wir haben eine junge Frau, die aufwacht aus einem sehr erfolgreichen Leben. Also sie ist da Anführerin, sie soll auf eine Mission geschickt werden, wacht dann irgendwann in einem Krankenhaus auf und ihr wird gesagt, dass sie im Koma lag, wird dann zu ihrer Familie gebracht und dann tut sich eine große Geschichte auf, samt eben auch der Mission, die uns da noch ganz woanders hinbringt. War eine tolle Geschichte, ein grandioser Auftakt war Band 1. Der zweite Teil hat dann für mich eine Wendung genommen, die ich ein bisschen merkwürdig fand, auch das Ende, da weiß ich nach wie vor nicht, ob ich es grandios finde oder einfach nur doof, das ist wirklich so, das schwankt von Tag zu Tag, aber die Dialogie hat mir wirklich super viel Spaß gemacht, war wirklich für so Jugend-Science-Fiction-Dystopie wirklich richtig, richtig toll, das hat Eva Siegmund richtig gut gemacht. Dann habe ich ein kleines Buch von einer Freundin geschenkt bekommen, die weiß, dass ich sehr gerne tatsächlich putze oder Staubwische, dass ich das sehr entspannend finde und ich ja dabei zum Beispiel auch wirklich einfach Hörbuch höre, Musik höre, abschalte. Und die hat ein Büchlein entdeckt, das auch gelesen und dann gesagt, Steffi, das ist was für dich, nämlich die Kunst des achtsamen Putzens von Shokai Matsumoto, wie wir Haus und Seele reinigen. Und es wird uns hier erklärt, warum Putzen glücklich macht. Und auch wenn es für die meisten eine lästige Pflicht ist und sie es schnell hinter sich bringen wollen, ist es eben für ihn genau das Gegenteil, denn er ist inspiriert vom japanischen Zen-Buddhismus und er zeigt eben, wie wichtig Putzen für uns ist, nicht nur fürs äußere Wohlbefinden, sondern eben auch für die innere Seele. Und er war wohl selbst mal im Kloster, wenn ich das richtig jetzt so gesehen hatte und mich informiert hatte. Und meine Freundin fand es einfach nur inspirierend und hat danach Putzen mit anderen Augen gesehen. Und mal sehen, was es mir so bringen kann. Ein süßes kleines Büchlein, habe ich mich sehr gefreut, als das bei mir eingezogen ist und bin ich sehr, sehr gespannt. Von Emilia Roig ist dann Why We Matter bei mir eingezogen als Hörbuch, das Ende der Unterdrückung. Das Buch hatte mich sehr angesprochen, weil es eben die aktuell hochwichtigen Themen wie Rassismus, Sexismus und so weiter auch einfach anspricht und der Klappentext auf jeden Fall gut klang. Auch die Autorin selbst in vielen Bereichen unterwegs ist, um da aufzuklären, um da Vorträge zu halten und ich dachte, ja, so jemand kann mir wahrscheinlich die Themen einfach nahe bringen, ohne das irgendwie von oben herab zu machen. Da hatte ich ja letztes Jahr so ein bisschen bei einem Buch das Problem, dass ich dachte, ja, nur mit dem Finger zeigen und auch dann wieder alles zu verallgemeinern, das war für mich halt auch nicht die Lösung. Mein Problem hier war tatsächlich, die Autorin spricht ihr Hörbuch selbst und ich bin mit ihrem Vorlesestil nicht zurechtgekommen. Ich habe das Buch nicht abgebrochen, weil ich das Buch irgendwie nicht gut fand oder ähnlichem, sondern weil ich ihr einfach nicht irgendwie länger zuhören konnte beziehungsweise gemerkt habe, dass was sie mir erzählt, irgendwie nicht in meinem Kopf angekommen ist. Also ich habe hier wirklich Probleme mit ihr als Vorleserin gehabt. Ich überlege noch, ob ich mir das Buch vielleicht einfach mal noch in lesender Form sozusagen hole, aber ich habe es
aufgrund des Hörbuches abgebrochen. Kann natürlich immer mal passieren, dass man mit einer Sprecherin, einem Sprecher nicht zurechtkommt. Ja, das fand ich hier tatsächlich ein bisschen schade. Ich fand sie auch an mancher Stelle zu kämpferisch und zu gewaltvoll in ihrer Ausdrucksweise, was mich, glaube ich, auch so ein bisschen gestört hat. Das könnte mich durchaus auch stören, wenn ich es lese. Mal sehen. Ich habe da jetzt noch keinen Entschluss geschlossen, ja, ob ich weiter lese, mir irgendwie mal das Buch besorge als E-Book oder ob, okay, es war es dann eben einfach. Ja, es gibt auch andere Bücher, da muss ich mal noch so ein bisschen in mich hineinhören, aber ja, sehr, sehr schade. Das nächste Buch hat mich tatsächlich ja durch das Cover angesprochen, nämlich Soul Food von Elizabeth Acevedo. Das habe ich ja bei NetGalley gefunden, wo man eben E-Books, Rezensionsexemplare sich anschauen kann, erhalten kann, anfordern kann. Und ich fand das Cover einfach wunderschön. Es ist irgendwie bunt, lebensbejahend, aber doch auch sehr... Ja, so, ja, ich fand's toll. Also mir hat das super, super gefallen. Zudem dachte ich, wenn es hier irgendwie um Essen geht, dann passt das natürlich auch. Wir treffen auf Imoni, die im Abschlussjahr ihrer Highschool ist und das Gefühl hat, dass sie wichtige Entscheidungen immer nur für andere treffen muss. Und mit ihrer kleinen Tochter wohnt sie bei der Großmutter. Und nach der Schule arbeitet sie in einem Burgerladen, um eben auch etwas zum Lebensunterhalt beizutragen. Doch der einzige Ort, wo sie eben Verantwortung abgeben kann, das ist eben die Küche, denn Kochen ist ihre große, große Leidenschaft und auch ihre große Begabung. Und man sagt ihr eben auch, dass etwas Magisches in ihren Gerichten ist. Doch die Frage ist natürlich, kann Imoni es schaffen, sich selbst an sich selbst zu denken und eben auch ihren großen Traum und ihre eigenen Träume sozusagen dann zu verwirklichen, wenn das Leben ihr immer wieder Steine in den Weg legt. Und ich mag Geschichten, die eben so um Träume gehen, um Leidenschaft, um sich da eben da drin auch zu finden. Und ich bin super neugierig, wie mir die Geschichte hier gefallen wird und ja, freue mich schon auf den hoffentlich etwas größeren Koch und Anteil in der Küche und eben dieser Leidenschaft und ja, manchmal ist eben nicht nur das Cover schön, sondern auch der Klappentext. Das nächste Buch ist eine Empfehlung von der lieben Kerstin Merkel und der Ozean war unser Himmel von Patrick Ness. Den kennt man ja von 5 nach Mitternacht. 12 nach Mitternacht, 8 nach Mitternacht, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Die liebe Kerstin hat auf Instagram geschwärmt und wir haben dann auch so ein bisschen per WhatsApp geschrieben. Und ich war so ein bisschen kritisch, weil das Thema sich doch ein bisschen... es geht um Wale und die Waljagd und man hat auch so ein bisschen was über Krieg da drin lesen können. Und da war ich mir nicht so ganz sicher, ob das mein Thema ist. Es hat aber doch irgendwie, allein der Titel... hat so einen Funken in mir ausgelöst und manchmal muss man dem nachgehen. Und mehr als dass man dann sagt, okay, es ist doch nicht mein Buch, kann ja im Grunde nicht passieren. Dennis, wir haben hier im Klappentext stehen, in der Tiefe lauern Monster, doch die Schlimmsten erschaffen wir selbst. Und das war im Grunde nach dem Titel so das Zweite, was mich total angesprochen haben. Denn wir treffen stolze Wale in Batsebas Herde. Wir treffen also diesmal auf einen Wal, der uns die Geschichte erzählt, die für die Jagd alles riskiert und im ewigen Krieg gegen die Menschen sozusagen ja alles riskiert und ja immer wieder dagegen vorgeht. Eines Tages ja, greift sie ein treibendes Schiff an und rechnet mit leichter Beute, doch stattdessen stoßen sie auf die Spur einer Legende, eines Monsters, vielleicht des leibhaftigen Teufels selbst. Und es ist so ein bisschen die umgekehrte Geschichte, natürlich kann man jetzt sagen, weil wir eben hier einen weiblichen Wal haben, der eben auf Menschenjagd geht, kommt einem natürlich bekannt vor. Ich bin trotzdem super neugierig, also auch diese Sicht dann aus dem Wal oder vom Wal, wie er auch die Menschen sieht, das kann tatsächlich super spannend sein und ich bin super neugierig. Ja, also ich bin total gespannt und wenn Kerstin Merkel schwärmt, dann ist das oft ein gutes Zeichen. Nicht immer, aber oft. Dann ist von Alice Hoffman The Rules of Magic bei mir eingezogen, eine zauberhafte Familie. Und das ist ein Buch, was ich auch schon bei meinen Neuerscheinungen entdeckt habe und das E-Book liegt, glaube ich, aktuell so bei 5 Euro. Ist also wirklich ein E-Book-Preis, den ich absolut in Ordnung finde und ich habe jetzt auch schon gesehen, dass es wohl einen zweiten Band im nächsten Jahr geben wird. Da bin ich auch schon sehr, sehr neugierig, weiß aber natürlich noch nicht, ob ihr auf der Wunschliste landet, weil dazu muss mir natürlich der erste Band erstmal gefallen. Es ist eine berührende Geschichte über Liebe, Magie und den wunderbaren Zusammenhalt der Familie. Wir sind in New York, Anfang der 60er Jahre und wir treffen auf Franny, Jet und Vincent Owens, die keine gewöhnlichen Kinder sind, sondern sie entstammen einer Familie aus Hexen.
Und es gibt verschiedene Eigenarten der Geschwister und von Beginn an gibt aber deren Mutter ein paar Regeln auf den Lebensweg, was wie wo sein darf, und dann müssen die eben auch mit diesen Regeln und auch den Folgen der Regeln leben. Und das klang einfach schon so spannend. Ich mag Magie, ich mag Hexen. Ich finde es total cool, dass wir im Jahr 1960 irgendwie unterwegs sind, dass wir in New York sind. Und ich glaube, dass wir hier wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte erzählt bekommen können. Und die so ein bisschen ja Zeitreise ist und dann eben auch durch New York einfach nochmal ein besonderes Feeling bekommt. Ich bin hier sehr neugierig und sehr gespannt. Im Urlaub habe ich mich ein wenig mit Schüsslersalzen beschäftigt und habe da einiges gelesen und habe ein Buch von Peter Emmerich gefunden, was ich mir auch als E-Book geholt habe, und zwar einfach nur die Schüsslersalze, praktische Anwendung. Das ist jetzt natürlich eher ein Sachbuch, was ja einfach was für mein Wohlbefinden oder Ähnlichem sozusagen gedacht ist. Ich bin sehr neugierig, habe einiges dazu gelesen. Ich habe auch schon zwei Schüsslersalze mal hier, die ich ganz konkret jetzt einsetzen möchte und da einfach mal gespannt bin. Ich möchte mir aber da auch ein bisschen Hintergrundinfo auf jeden Fall holen und freue mich hier auf das Buch und weiß ja nicht, vielleicht habt ihr ja Erfahrungen mit Schüsslersalze, da können wir uns ja auch gerne ein bisschen austauschen. Von Andy Weir ist dann als Hörbuch Der Astronaut bei mir eingezogen, das dritte Buch von Andy Weir nach Der Marsianer und dem zweiten Buch von ihm. Wir sind wieder im Weltraum unterwegs, wir sind auch, glaube ich, wieder außerhalb der Erde, sind wir wieder auf dem Mars, ich bin mir gerade gar nicht sicher, und oder muss da jemand alleine hinfliegen? Ich kann es tatsächlich gar nicht so genau sagen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Es war Andy Weir, es ist Science Fiction, es ist bei mir eingezogen. Ich habe den Marsianer sehr, sehr gefeiert. Ich mochte auch das zweite Buch super gerne, auf dessen Namen ich einfach gerade nicht komme. Und ich glaube einfach, dadurch, dass Andy Weir einen großartigen Humor hat, dass uns das auch in dieser Geschichte einfach verfolgen wird. Ich weiß jetzt gar nicht, wer der Sprecher ist. Ist es Simon Jäger? Ich glaube schon. Ich bin heute total uninformiert. Merkt man das? Das ist, wenn man einfach ein Buch kauft oder sich holt und gar nicht so viel darüber weiß. Ne? Da weiß man einfach nicht viel. Es war eigentlich klar, dass dieses Buch als Hörbuch bei mir einzieht, und das ist es jetzt im Juli und ich freue mich schon drauf. Man kann auch manchmal den Überblick ein bisschen verlieren. Dann hatte ich ganz viel Glück bei vorablesen.de und es ist Löwenherzen von Gesa Neitzel bei mir eingezogen. Es ist das dritte Buch der Autorin. Aber im Grunde der zweite Teil zu Frühstück mit Elefanten, denn hier nimmt sie uns wieder mit, was ihr Rangerleben in Afrika angeht. Es sind hier eben zwei unterwegs in Afrika. Sie trifft ja jemanden im ersten Buch sozusagen eben vor Ort in Afrika, und mit ihm geht jetzt hier im Grunde ja die Lagerfeuerromantik weiter. Und ich bin einfach mega neugierig. Ich bin so happy, dass ich das bei vorablesen.de gewonnen habe. Es jetzt im Grunde schon vor Erscheinen ein paar Tage vorher in Händen hielt. Und ich freue mich, das jetzt auch ganz, ganz bald zu lesen. Ich denke jetzt auf jeden Fall in den ersten beiden Augustwochen und möchte da auf jeden Fall abtauchen und nach Afrika, und ja, freue mich da einfach sehr drauf. Und kann auch Frühstück mit Elefanten absolut empfehlen. The Wonderful Wild, ja, war das Buch, ist ja gleich vor 2 Jahren erschienen, wenn ich mich nicht täusche. Auch das kann ich sehr empfehlen. Da geht es aber eher um Umwelt und Tierschutz und wie auch vor Ort eben manchmal Dinge verändert werden, was auch manchmal einfach notwendig ist und so weiter. Hatte ein bisschen einen anderen Ton sozusagen als eben ihre Art Tagebuch, was sie eben als Rangerin erlebt. Aber nichtsdestotrotz, alle Bücher bisher empfehlenswert. Es kommt jetzt, glaube ich, auch irgendwas mit Essen. Bin mir jetzt aber gerade gar nicht sicher, ob das jetzt im August, September irgendwie kommt, aber auf das freue ich mich auf jeden Fall schon sehr. Und dann war ich eben in der Thalia, weil unsere Thalia, da hole ich mir mal alle Bücher her, eben die Info gegeben hat, dass wir jetzt wieder dieses Menge-Exemplar-Zelt haben, und ich glaube, im Buch 3,99 kostet, ab 3 Büchern nur noch 2,99. Und ich glaube, hätte man sogar 10 Bücher zusammenbekommen, wäre man bei 2,49 gewesen. Also ich habe 3 Bücher für mich, 2 Bücher, die jetzt nicht für mich und meinen Sub sind, mitgenommen. Aber ich habe auch ein neues Buch mitgenommen, und zwar Elsas Suche von Chen Kalunita. Und zwar ist das die Twisted Tale-Reihe von Disney. Es gab ja schon die Williams-Reihe, da habe ich ja 2 Bücher gelesen, die hat mir ja nicht ganz so gut gefallen. Umso neugieriger bin ich bei diesen Was-wäre-wenn-Geschichten. Es gibt, glaube ich, 4 Bücher, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ja, 4 Stück.
Spieglein, Spieglein, dunkle Schatten, da geht es um Mulan und auch die Schöne und ihr Geheimnis. Und da wird sich eben zum Beispiel die Frage gestellt, was wäre, wenn Bells Mutter das Biest verzaubert hätte? Und ich glaube, bei Mulan wäre es auch gewesen, wenn sie in den Untergrund hätte gehen müssen. Wie auch immer, ich bin ein Riesenfan der Eiskönigin von beiden Disney-Filmen. Und hier ist eben die Frage, was wäre, wenn Elsa und Anna sich nie kennengelernt hätten? Also wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist es, dass eben nach dem plötzlichen Tod der Eltern Prinzessin Elsa schneller in die Rolle der Königin finden muss und auf magische Weise gehen damit lang verschüttete Erinnerungen einher. Erinnerungen an ihr bekannt erscheinendes Mädchen. Doch sie fragt sich jetzt, wer ist dieses Mädchen, das sie so schmerzhaft und innig vertraut vorkommt und vermisst. Und dann macht sich eben Elsa auf die Suche, um einen schrecklichen Fluch zu lösen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Warum ist Anna nicht da? Wer hat Anna weggebracht? Und so weiter. Und ich hoffe, dass das auf jeden Fall besser ist als die Williams-Reihe. Und auch vom Stil hoffentlich ein bisschen ja, frischer und anders. Und ich bin mega neugierig. Freue mich, auf Elsa und Anna zu treffen. Ich weiß nicht, ob wir alle anderen Charaktere auch irgendwie treffen werden. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Die Bücher gibt es nur als echtes haptisches Buch. Nicht als Hörbuch oder E-Book, was ich ein bisschen schade finde. Aber ja, gerade so E-Book wäre halt bei sowas, wo man noch nicht weiß, was kommt auf einen zu, immer gut. Aber ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Und dann sind eben drei Mängelexemplare bei mir eingezogen. Zum einen Into the Water von Paula Hawkins. Und ja, ich bin ja irgendwie so ein bisschen wieder in dem Thriller-Feeling drin. Und es heißt hier, traue keinem, auch nicht dir selbst. Die Autorin ist auch die von Girl on a Train. Ich glaube, auch ein Buch, was ich nicht gelesen habe und nur den Film gesehen habe und den ich auch ganz okay fand. Aber das heißt ja bei Filmen immer nicht so viel. Hüte dich vor der perfekten Fassade, denn man weiß nie, was sich dahinter verbirgt. Es soll intelligent gemacht sein, gut erzählt sein und ein richtig packender Spannungsroman sein. Und ja, ich bin sehr neugierig. Kann jetzt nicht so viel sagen. Es ist kein Ort für Selbstmörder, ist ein Ort, um bequeme Frauen loszuwerden. Okay, finde ich auch sehr cool. Steht so in der Klappbroschüre drin. Der Bestseller, der die Welt schockierte, war Girl on a Train. Ich fand ihn gar nicht so schockierend, aber gut. Ja, hier fängt der Klappentext an mit Julia, ich bin's, du musst mich anrufen, bitte Julia, es ist wichtig. In den letzten Tagen vor ihrem Tod rief Nell ihre Schwester an. Julia nahm nicht ab, ignorierte den Hilferuf, jetzt ist Nell tot. Sie sei gesprungen, heißt es. Julia kehrt nach Beckford zurück, um sich um ihre Nichte zu kümmern, doch sie hat Angst. Angst vor diesem Ort, an den sie niemals zurückkehren wollte, vor lang begrabenen Erinnerungen, vor dem alten Haus am Fluss, vor der Gewissheit, dass Nell niemals gesprungen wäre und am meisten fürchtet Julia das Wasser und den Ort, den sie Drowning Pool nennt. Klingt schon super, super spannend und ja, mich sehr, sehr neugierig. Dann ein Buch, was mir einfach in die Hände gefallen ist, ein deutsches Klassenzimmer von Jan Kammern, 30 Schüler, 22 Nationen, 14 Länder und ein Lehrer auf Weltreise. Und ich mag Reisebücher super, super gerne. Das wisst ihr, wenn ihr länger auf meinem Account schon mit dabei seid, auf meinem YouTube-Kanal, dass ich das super gerne lese. Es sind auch ein paar Bilder mit enthalten. Und ja, wir haben hier eine 30-stündige Busfahrt durch Osteuropa, Couchsurfing durch den mongolischen Jurten, Schulbankdrücken in der Karibik und Wandertage zu Vulkanbergen. Der aufregende Bericht einer großen Reise. Er ist Lehrer für Englisch und Erdkunde in internationalen Vorbereitungsklassen und ja, hat hier eben Schüler aus über 20 Nationen. Und ja, ich bin super neugierig, freue mich drauf, eben auch einfach so durch diesen Blick eines Lehrers auf die Schüler, auf die Kultur irgendwie kennenzulernen. Ich glaube, dass das eine sehr, sehr coole Mischung sein kann. Und das letzte Buch aus dem Mängelexemplar Hall sozusagen und auch überhaupt jetzt des Büchermonats ist von Francesc Mirales, Das unvollkommene Leben oder Wie das Glück zu Samuel fand. Und mich hat dieses Buch total angesprochen. Ich habe es dann, glaube ich, als ich das vierte Mal in irgendeiner dieser ja, Kästen in der Hand hatte, ich habe es das erste Mal schon hochgenommen, dachte, ach, das fühlt sich aber cool an. Beim zweiten Mal, ja, es sieht auch irgendwie spannend aus. Beim dritten Mal habe ich den Klappentext durchgelesen und beim vierten Mal dachte ich so, ja, denn es heißt hier so schön, das Leben ist nirgends perfekt, aber überall wunderschön und es ist ein leises Buch, das hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und es hatte mich. Also spätestens, als es dann wirklich das vierte Mal über den Weg lief, ja, es ist im Original im Spanischen erschienen und ich glaube, der Autor hat auch schon einige mehr Bücher geschrieben, soweit ich das sehe. Es gibt wohl, glaube ich, auch irgendwas nochmal, was dann mit Samuel weitergeht. Ja, er bricht im Grunde auf zu einer Reise,
wo er eine Postkarte bekommen hat. Und es gibt ein zauberhaftes Rätsel, das nur mit der Poesie eines Neuanfangs zu lösen ist. Klingt das nicht cool? Also es klingt nach einer wunderbaren, ruhigen, aber schönen und wichtigen Geschichte. Und ich freue mich darauf, ja, das irgendwie so zufällig entdeckt zu haben. Das mag ich ja bei diesen Mängelexemplar-Kästen oder in diesem Zelt immer gerne, dass man eben nicht nur Ausschau hält nach Wunschlistenbücher, sondern eben, oder auch Bücher wie jetzt den Thriller, den man eben schon irgendwie mal so im Blick hatte, sondern eben auch einfach mal so wieder Bücher findet, ja, die man vorher vielleicht noch irgendwie gar nicht gesehen hat. Und ja, so sind 19 Bücher bei mir zusammengekommen. Ich freue mich über jedes einzelne und bin total gespannt, die ich noch nicht entdeckt habe, dann jetzt auch in den nächsten Monaten im Grunde zu lesen. Hoffe, dass es mit meinem Lese- und Hörflow weiter so läuft, wie jetzt in den letzten 2 Monaten, wo ich wirklich immer gut Zeit gefunden habe und mir auch die Zeit nehmen konnte. Das ist ja auch immer wichtig. Und ich freue mich auf die Bücher. Bin sehr gespannt, ob ihr vielleicht auch eins der Bücher schon kennt oder euch geholt habt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielleicht auch von den Büchern, die schon ein bisschen älter sind. Ob ihr da irgendwas kennt oder wie ihr das mit Mängelexemplaren findet. Gerne in die Kommentare. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.